believe. All right, close your eyes, fasten your seatbelts, no smoking. We're leaving for Detroit Rock City! Und die Watte in den Ohren, die habe ich dabei, denn Kiss ist mit einer riesen Batterie von Lautstärkern dabei. Do you know the phone you play on stage? Zuerst wollten wir wissen, ob es den Musikern eigentlich klar ist, mit wie viel Phone sie spielen. Bassist Gene Simmons weiß es nicht und auch Sänger Paul Stanley hält die Lautstärke eigentlich nicht für ein Problem. Kiss meint, das Publikum will es so und die Gruppe wolle es auch so. Und auf die Frage, warum die Musik auf Platten denn doch so viel besser ist als in den Konzerten, wehrten sie erst einmal ab und Paul meinte dann, dass ein Konzert immer ein Kompromiss sei, dass keine Band denselben perfekten Sound in einem Live-Konzert auf die Beine stellen kann. Especially at the volume that we're playing at, you know, plus when you're running around as much as we do and at the volume you're playing at, you have to compromise slightly, you know, but we hope that the show makes up for it. Peter, when you go back to America, you will change. Kiss baut jetzt für Amerika eine neue Show zusammen, sagt Drummer Peter Chris. Künftig will jeder mehr seine eigenen Ideen verwirklichen, mehr das bringen, was er will, aber die Grundidee der Show soll bestehen bleiben.
Ihre Konzerte sind bei uns nicht so erfolgreich wie in Amerika. Liegt das am Publikum? Sänger Paul meint, schlechten Geschmack gibt es überall, das sieht man am besten an uns, aber die Tournee wäre gesamt gesehen doch ein Riesenerfolg. This tour has been a tremendous success. Every place we've played, you know, we've gotten the same reaction. Ihr erinnert euch, dass wir die aktuelle LP der Kiss in der letzten Szene aus München vorgestellt haben. Wir stehen auch zu unserem positiven Urteil, aber wirklich nur, was diese Platte betrifft. Im Konzert präsentiert diese Gruppe nämlich nichts anderes als großen Lärm. Die Musik bleibt völlig auf der Strecke. Ich habe diese Erfahrung nun auch bei anderen Gruppen gemacht, bei Uriah Heep zum Beispiel oder auch bei den Rolling Stones. Und wie denkt nun ihr darüber? Glaubt ihr, dass Krach bei Popkonzerten nötig ist? Glaubt ihr, dass der Stimmung macht? Oder ging es auch ein bisschen leiser? Schreibt uns bitte eure Meinung darüber. Hier ist unsere Adresse: Bayerischer Rundfunk, Fernsehen, Postfach 8 München 2, Szene 76.